kriegen wir Ärger, wenn wir das auch Literaturzeit nennen. Wir nennen das King Georg Late Night. Ah ja. Direkt. Okay, geht's schon los? Ja. Gut. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe von King Georg Late Night. Wir begrüßen Sie ganz herzlich und freuen uns, Ihnen heute den Abend zu verschönen mit dem Star-Autor Sebastian Ingenhoff, der uns sein neuestes Buch vorstellen wird, A Boy Named Inge. Und mir fällt eigentlich gar nicht mehr ein, außer zu sagen, Vorhang auf für Sebastian Ingenhoff! Hallo! Hallo, grüß dich! Hallo, Wolfgang! Hallo! Wir könnten das auch Love Comes Quickly, die Show, nennen. Die Sendung können wir auch machen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe Love Comes Quickly, live aus dem King Georg in Köln. Möchtest du was trinken, vielleicht? Ja, ich hätte gerne Long Drink. Okay, super. Moment. Ich habe hier was vorbereitet. Ah, sieht gut aus. Ist das dieser berühmte King Georg Long Drink? Das ist der King Georg, oh, hoppla. Der berühmte King Georg Long Drink. Aber der ist halt speziell, weil du musst wissen, ich komme aus Süddeutschland. Ja. Und ich komme aus einer Familie, die sehr viel Wein und Schnaps machen. Ja, ich und auch. Echt? Ja. Also du bekommst jetzt hier also trinken vor allem nicht machen. Ah ja, schau, du kriegst von meinem Schwager das feinste Zwetschgenwasser. Das, ja. Und das ist nämlich das Vinesli, der Vinesli Long Drink. Mit Prodimo. Und aber ich kriege einen Strohhalm auch noch. Und genau. Und, das ist und damit du auch einfach ein bisschen lockerer wirst, dachte ich, habe ich dir extra viel. Oh! Das ist übrigens ein Insekt drin. Ich weiß ja, von das Lied hier. Aber kam, Wolfgang hat einen Insekt in den Longdrink hineingemischt. Das ist aber halt auch der Original King Georg Style. Okay, ja dann. Prost. Prost. Ich trinke aus der Flasche. Prost. Gut finde ich auch, dass der Tisch von AWB gesponsert wird. Wir sind ja heute zusammengekommen, um über dein neues Buch zu sprechen, das den tollen Titel trägt, A Boy Named Inge. Ja, es ist halt so eine Sammlung von Kurzgeschichten. Viele sind autofiktional, also vieles davon habe ich halt erlebt. Vieles ist aber auch erfunden. Okay. Und ich glaube, was die Geschichten so ein bisschen zusammenhält, sind halt alle sehr, sehr kurz. Also Kurzgeschichte ist quasi noch so ein Euphemismus. Wie lange schreibst du schon an diesen kleinen Geschichten? Jahre. Ja, seit Jahren. Also das ist quasi ein Werk aus von mehreren Jahren tatsächlich. 3 Jahre. 3 Jahre, okay. Okay, super. Okay, und dazwischen hast du ja auch noch einen anderen Roman geschrieben, weil deswegen mussten wir ja auch so lange warten mit der Veröffentlichung, weil das andere Buch ja auch durch die Decke gegangen ist. Meine Lieblingsgeschichte, also nee, ich habe sehr, sehr viele Lieblingsgeschichten. Also ja. Wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber diese Geschichte, die ist wirklich ganz wunderbar. Vielleicht lesen wir einfach die, Patterson. Ähnlichkeiten zu dem Film sind zufällig und nicht vorhanden. Die Geschichte handelt vom KVB-Fahrer Inge, der nebenher Gedichte schreibt. Inge fährt immer die gleiche Strecke mit der Linie 3 bis Thielenbruch und wieder zurück. An jeder Haltestelle schreibt er ein Gedicht in 3-hebigen Jambos. Die Gedichte handeln von seiner Frau, die zu Hause auf ihn wartet und Cupcakes backt. Ein typisches Gedicht geht: Die 3 fährt wie im Flug. Am Bahnsteig alle Tschüss. Mein Fräulein Cupcakes bug. Im Ofen warm und süß. Inge liebt seine Frau. Da er an jeder Haltestelle ein Gedicht schreibt, hat seine Bahn immer Verspätung. Kommt vielleicht bald, sagen die Kölner scherzhaft über Inges KVB. Da die Kölner gut drauf sind, stört das die wenigsten. Alle sind super tolerant und während der Fahrt wird zu Inges Gedichten geschunkelt. Erst wenn er abends nach Hause kommt, bemerkt er, dass seine Frau nur in seinen Gedichten existiert hat und gar nicht in echt. Sie ist eine Erfindung, ein poetologisches Hirngespinst. Da lachst du dich kaputt, denkt Inge in 3-hebigen Jambus und geht schlafen. Hast du denn auch selbst damit zu tun, dass du selbst irgendwie sehr fiktional lebst, also teilweise auch autofiktional lebst. Ich lebe teilweise auch sehr autofiktional. Ja, okay. Also das heißt, es gibt auch andere Personen in deinem Leben, über die du jetzt nicht schreibst, die eigentlich gar nicht existieren. Viele.
Dann hast du irgendwie eine Lieblingsstadt, wo du gerne lesen würdest? Eine Lieblingsstadt, in der ich lesen möchte? Ich habe eine. Welche denn? Ich lese da, wo du lesen möchtest. Da habe ich für dich was klar gemacht. Achso, SC Freiburg ist ja. Was SC Freiburg. Ich habe für dich eine Lesung klar gemacht. Also ich lese im Stadion von SC Freiburg. Ja. Vor Christian Streich, der, glaube ich, Literatur interessiert, oder? Ja, aber ich sage immer, was ich glaube. Vielleicht gar nicht so viel Humor. Der hat gar nicht so viel Humor. Achso, das ist nicht laut gesagt. Was hast du, was hat sie gesagt? Christian Streich hat gar nicht so viel Humor, aber das sollte gar nicht so laut gesagt werden. Sorry. Okay, nee. Für Humor der hat. Ich liebe den halt sehr, aber ich weiß nicht, ob der genug Humor hat. Wer kommt nächste Woche? Nächste Woche kommt Barbara Schöneberger. Oh, ist auch schön. Ich meine, die ist auch Autorin. Ja, ich meine, wer ist nicht Autorin heute? Ich bin auch Autorin, weißt du, dass ich Sandy Joy heiße? Echt? Als Autorin und Schlagersängerin? Nee. Darüber können wir vielleicht eine. Kannst du ein Lied singen? Es war auf einer Party, zurück blieben nur wir zwei. Ich sah die Lichter tanzen, mein Herz sagte mir, es ist soweit. Seine Augen schauten mich an, es war das erste Mal. Keine Sekunde dachte ich daran, dass alles gelogen war. Oh shit. Tränen in der Nacht wegen dir. Ich hab mir gedacht, es wäre viel mehr zwischen dir und mir. Doch was ist geschehen? Erklärung, das war's. Diesen Song habe ich in Worms auf dem SPD-Altstadtfest gesungen.